herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Heute gibt es das versprochene Unboxing von den ganzen Sachen, die wir bestellt haben. Heute ist der erste Tag, wo was angekommen ist und unter anderem das zuletzt bestellte, das kam als allererstes an. Ja, da eben. Da freue ich mich gerade ganz hier, schon besonders. Schon ganz. Sie wissen, was ich meine. Auf jeden Fall habe ich das gar nicht erwähnt. Philipp hat sich nämlich noch einen Rucksack bestellt und alles andere ist noch unterwegs, bis auf der Wäscheständer. Und da blenden wir euch jetzt erstmal die Szenen ein, die ich heute gefilmt habe, als ich den ausgepackt habe, weil das wäre ja blöd, wenn wir das jetzt alles irgendwie innerhalb von 4 Wochen hier erstmal lagern und dann auspacken und dann musst du vielleicht was zurückschicken oder so. Außerdem sind wir neugierig. So, also jetzt seid mal gespannt, was wir uns für einen coolen Wäschefrosch geholt haben. Das erste, was ich jetzt bekommen habe, nein, das stimmt gar nicht, das erste Paket seht ihr da. Das habe ich aber nicht bestellt, das hat Philipp bestellt. Und das ist das Letzte, was wir überhaupt bestellt haben. Und das ist jetzt als erstes vorhin angekommen. Jetzt kam aber mit GLS das, worauf ich schon lange warte, was eigentlich gestern schon kommen sollte, nämlich unser Wäscheständer. Und den packe ich jetzt mal schnell aus. So, und damit präsentiere ich freue mich gerade übelst, unseren neuen Wäscheständer. Und was ich am krassesten finde, ist einfach hier, dass der so einen Verschluss hat. Also wenn man dann den wieder komplett zusammenklappt, dass man dann hier den Verschluss so ranmacht und dann fällt der nicht von selbst so auf. Ich finde, der sieht richtig, richtig cool aus in der Farbkombination. Vor allem ist das irgendwas Polnisches, glaube ich. Also hier steht überall, das ist die Monika, ne? Hier steht überall alles auf, ja, Polnisch. Schaut euch mal bitte an, das sind jetzt 2 Maschinen drauf und ich habe nicht mal hier außen den Rand behängt und hier drinnen diesen Rand, nur da halt, aber ihr seht ja auch hier oben, also da ist noch nicht mal alles voll und dieser eine Flügel nach hier ist noch nicht mal ausgeklappt. So, als nächstes, nachdem ihr jetzt den Wäscheständer gesehen habt, gibt es jetzt ein interessantes Paket von Taktwerk. Kann man das erkennen? Ja. Alter, wie cool. Und ich habe gesagt, habe ich doch gesagt, also. Mein Rede seit 76. Ja, auch das. So. Besser als der alte. Oh nein, wie cool. Hast du den schon mal so richtig in die Kamera gehalten und präsentiert? Also wir haben schlechtes Licht, obwohl wir uns Lichtequipment gekauft haben. Aber es jetzt nicht aufgebaut haben. Wo ist mein Telefon? Also wie der Name schon sagt, 30 Liter Volumen. Der Hauptunterschied zum normalen Modular Pack 30, dass er kein komplettes Hauptfach sozusagen hat. Der normale Modular hat der Reißverschluss von hier einmal komplett rum bis hier runter und der hier hat halt nur ein vorderes Fach und ein oberes Fach. Und was der hier noch dem normalen voraus hat, der ist hier an der Seite komplett hart. Was ist da drin? Irgendein Kunststoff wahrscheinlich. Guten Mittag, heute ist der nächste Tag. Gestern kamen die 2 Pakete an mit dem Wäscheständer und dem Rucksack und heute kam das nächste Paket. Also es ist eher so ein Riesenbrief, was auch immer. Das ist immer so süß verpackt. Ich finde das so süß.
Tada! Also das ist ein 5er-Pack kurzärmliche Bodys mit Tiermotiven. Drauf, oh nein, wie süß. Guck mal, ein Igel. Ja, ein Igel. Nummer 2 ist eine Giraffe. Das ist ein Tiger oder so. Und das ist kein Rosa, das ist ein Lachs-Orangeton. Also es ist absolut geschlechtsneutral. Dann haben wir eine Miezi. Und ich denke mal, dass das das Gesicht von einem Zebra ist. Ein Zebra, bitteschön. So, also, ich habe gerade festgestellt, also heute ist wieder ein Paket gekommen. Heute ist der nächste Tag, heute ist Freitag. Und das ist, wie ich gestern gesagt habe, eigentlich ganz cool. Jeden Tag kommt ein oder zwei was. Aber auf jeden Fall alles so nacheinander. Morgen soll nämlich das nächste Paket kommen. So, ich habe gerade schon angefangen auszupacken, habe festgestellt, ups, ich wollte ja unboxen. Also, ein bisschen was noch drin. Also, ein was ist noch drin. Ein Zalando-Paket. Und ich habe zum einen für den Karl hier ein T-Shirt schon ausgepackt. Dann haben wir das T-Shirt hier. Das finde ich auch süß. Das hat vorne Taschen. Aber das ist noch wesentlich größer, obwohl es auch die 86 ist. Oh, das ist so süß. Ich glaube auch in der 86. Oh nein, die ist auch süß. Die hat hier Taschen. Ah nein, das sind Fake-Taschen, aber die kleine Tasche hier ist echt. Neuer Tag, neues Paket. Und das wird nicht das einzige Paket heute bleiben, weil wir haben nämlich gar nicht damit gerechnet. Eigentlich kommt heute das Hermes-Paket von H&M, was wir nachher noch abholen beim Paketshop. Aber es kam auch noch ein Paket, womit wir nicht gerechnet haben. Und zwar steht das da. Ich habe das ja schon im Video gezeigt. Wir haben einen Tisch und zwei Stühle bestellt für das Kinderzimmer in so einem hellgrün, wie die Wand ist. Ich hoffe es, aber generell Grünton ist ja schon mal gut. Aber die Küche hat jetzt hier ihren neuen Platz gefunden und jetzt kommt hier eine kleine Bastelecke hin. Damit präsentieren wir, der Kaffee fällt gleich vor Schreck vom Stuhl, den Tisch und die zwei Stühle. Ich kann den einzelnen hier ranstellen. Okay. Der Karl kümmert sich drum. Genau, die Küche ist ja jetzt hier drüben und ich finde, das mit dem Grün passt sehr gut. Es ist ein ähnlicher Grünton wie der Teppich, bloß mit in heller, so viel gelber. Der ist voll der Grünton da. Echt? Aber es passt alles drei, finde ich, gut zusammen. Ja, alle drei hell oder mittelgrün. Also der Teppich ist ja gerade ein bisschen dunkler, aber ja, das ist, also uns gefällt es sehr gut. Die Qualität ist jetzt nicht so, aber für den Preis, also das hat alles zusammen 60 Euro gekostet. So, und jetzt ist noch ein bisschen später. Ich habe mich mittlerweile auch zurechtgemacht und war jetzt gerade beim Paketshop und habe mein Paket abgeholt. So, und ich präsentiere ein H&M-Paket. Also das erste hier sind Schlafanzüge. Ein 6er-Pack Bodies und zwar ärmellose, also für den Sommer, wenn es richtig warm wird. Weil die mit Ärmel habe ich ja vor ein paar Tagen schon ausgepackt und das sind jetzt ganz ärmellose. So, einmal Shorts mit Taschen, in so einem Grün, mit so einem Blattmuster, was auch immer. Und auch in der 86.
Guten Morgen, heute ist Dienstag und eigentlich sollte unser letztes Paket von diesem Unboxing gestern kommen, aber wir hatten so eine Benachrichtigung, dass die Zustellung abgebrochen wurde, weil ein Unfall war oder irgendwas mit dem Postauto, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall kam es jetzt gerade an und ich habe den Postboten halt schon gesehen und bin dann wieder runtergegangen und der Karl hat es jetzt hier schon, ich werde es jetzt mal hier für euch auspacken. So, das ist das Paket. Der Postbote hat es mir so gegeben. Also habe ich schon erzählt, was drin ist. Ich mache es jetzt auf jeden Fall erstmal hier eben auf. So. Oha. Und seht ihr das? Tada! Also, das ist unsere neue Balkonfußmatte. Ist hinten mit Gummi. Ich lege die jetzt mal dahin, wo sie hinkommt. So, und die liegt jetzt da, wo sie final auch liegen soll. Ich habe die jetzt hier ein bisschen drunter geschoben. Ja, und ich finde sie sehr schön. Ich muss jetzt hier noch, nur noch dieses Teil da abmachen. Und ja, also volle Größe ist sie so. Genau. Und somit ist der Balkon auch fertig. So, und damit kann ich auch endlich dieses Video beenden, was sich ja jetzt über fast eine ganze Woche gezogen hat. Wir hoffen, es war ein bisschen interessant für euch zu sehen, was wir so alles jetzt für die Wohnung und für den Karl an Sommersachen bestellt haben. Ja, wie wir jetzt ein bisschen unsere Wohnung noch optimiert und umgeräumt haben. Genau, und dann hoffen wir natürlich, dass wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Und wenn ihr noch nicht abonniert habt, dürft ihr das sehr gerne machen. Hier gibt es wirklich Content aller Art auf unserem Kanal. Also wir machen nicht immer nur irgendwas Bestimmtes. Deswegen ist es, denke ich, auch einfach sehr, sehr vielseitig. Und ja, wir würden uns auf jeden Fall freuen über ein Abo. Auch gerne einen Daumen nach oben oder einen netten Kommentar. Vielleicht auch zu irgendwelchen, also es kann auch sein, dass ihr Fragen habt oder so. Dann hoffe ich, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen und ja, dann sage ich erstmal Tschüss. Karl, sagst du auch Tschüss? Okay, Karl ist schüchtern. Dann bis zum nächsten Video.